Zusammen. Ah, und Pato. Oh, hoppla. Oh je, Pato. Es sieht ganz so aus, als ob du Mühe hast, mit den anderen Schritt zu halten. Oh nein, Pato. Ich meine nicht, dass es daran liegt, dass du noch zu klein bist. Was ist denn das? Oho, das ist ja eine Sonnenbrille. Und noch dazu eine Sonnenbrille für Erwachsene. Setzt man so eine Sonnenbrille auf? Nein! Und ist das richtig? Nein! Nein! Wie sieht es damit aus? Nein! Trägt man so eine Sonnenbrille? Ja! Also, Pato, du siehst jetzt wirklich sehr elegant und sehr erwachsen aus. Was war das, Pato? Du meinst, du brauchst jetzt einen neuen Namen. Einen, der mehr so deinem neuen Stil entspricht, ja? Ah, ich hab schon einen. Pato Plattfuß. Wie wäre es mit Meister Quackschick? Nein, Monsieur Hütchen. Ah, warte, jetzt hab ich's. Wie wäre es mit Herr Großente? Pato möchte wissen, ob euch der Name Herr Großente gefällt. Ja, gefällt uns. Toll. Ja, ich denke auch, das passt sehr gut. Herr Großente, der perfekte Name für eine sehr erwachsene Ente. Spielen, Pato? Ich weiß schon, was Herr Großente sagen möchte, Pocoyo. Er ist schon viel zu erwachsen, um noch mit Bausteinen zu spielen. Herr Großente, warum zeigst du Pocoyo nicht, wie erwachsen du schon bist? Ja. Oh, Pocoyo, du möchtest plötzlich auch ein Erwachsener sein? Hey, Pocoyo, du siehst jetzt aber sehr erwachsen aus. Hallo, Baby Peeps. Seht euch nur diese coolen Erwachsenen an. Ja, ja, Baby Pieps, wir wissen Bescheid. Du bist auch erwachsen. Tja, da sind wir nun. Alle erwachsen. Oh Mann. Drei coole Typen. Hui, hallo Ellie. Ich glaube, Ellie will mit euch spielen. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wie es aussieht, sind Herr Großente und seine Kumpels viel zu erwachsen, um zu spielen. Was ist denn da los? Ah, seht mal, Ellie malt mit Fingerfarben. Das ist ein Spaß.
Ja, wie es scheint, sind diese drei viel zu erwachsen für Fingerfarbenmalerei und sowas. Seht mal, jetzt spielt Ellie mit Bausteinen. Damit spiele ich ja am liebsten. Ach, herrlich. Es gibt einfach nichts Besseres, als mit einer famosen Eisenbahn zu spielen. Sieh mal, Herr Großente, ich weiß, ihr seid ja alle wirklich sehr erwachsen. Aber meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Herr Großente, sei doch jetzt nicht sauer. Pocoyo wusste sich nicht anders zu helfen. Er ist doch noch nicht richtig erwachsen. Er hat nur so getan, genau wie du. Hey, sieh mal, ein Ball. Warum spielst du nicht, besser gesagt, warum dribbelst du nicht ein bisschen mit dem Ball? Keine Angst, Herr Großente, Erwachsene dribbeln auch gern mal mit dem Ball herum. Soll Pato mit seinen Freunden spielen? Ja! Bravo, Pato! Toll, ihr Freunde! Wunderbar! Pocoyo! Macht's gut! Bis bald! Tschüss! Ah, hallo, Pato. Hast du Pocoyo gesehen? Ich suche ihn. Er hat gesagt, dass er mir ein neues Spiel zeigen will. Wenn du ihn siehst, dann sag mir Bescheid, ja? Was ist das? Ist das ein blauer Baum? Oder ist das so etwas wie ein Schornstein? Was gibt es da zu lachen? Pato, weißt du, was das ist? Du weißt es? Und was ist denn daran so lustig? Könnte es vielleicht ein, Oh, hast du das gesehen? Es hat sich bewegt. Also jetzt bin ich ja total ratlos. Ha, nein, jetzt sind es zwei davon. Sind es vielleicht Außerirdische? Zwei Aliens? Weiß vielleicht jemand von euch, was diese blauen Dinger sein könnten? Pocoyo! Oh ja, richtig. Das warst du die ganze Zeit. Naja, fast hätte ich es herausbekommen. Das hätte ich als nächstes getippt. Ganz bestimmt. Mein Spiel. Dein Spiel? Ach, jetzt verstehe ich, Pocoyo. Du meinst also, das ist das Spiel, das du mir zeigen wolltest. Das ist ein Rat-mal-was-das-ist-Spiel, nicht wahr? Na los, frag mich noch mal. Ja, ja, ein Außerirdischer. Wirklich sehr lustig, Pato. Ja, prima. Also los. Das sieht ganz so aus wie ein Berg. Nein. Es ist kein Berg. Gut,
Gut. Hab ich doch gleich gewusst. Klar, es ist kein Berg. Es ist, nein, nicht verraten. Was? Keine Raupe. Das ist aber eine Überraschung. Also jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Kann mir vielleicht einer von euch einen Tipp geben? Wisst ihr, was das ist? Das ist Elli. Genau, ihr habt recht, das ist Elli. Ich habe es ja sofort gewusst. Ich habe nur so getan, als ob. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Irgendwie. Nochmal spielen. Ja, natürlich, wir wollen noch einmal spielen. Jetzt bin ich richtig warm gelaufen. Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Willst du nicht zu deinen Freunden gehen, kleine Raupe? Oh. Das kenne ich. Das ist ganz einfach. Das ist eine Blume. Eine riesige rote Blume. Gigantisch. Eine singende Blume? Nein. Nein, ich weiß es. Es ist ein Hubschrauber. Nein, kein Hubschrauber. Es ist eine Windmühle. Eine singende Windmühle. Nein? Nein, also nicht, dass ich etwa Hilfe bräuchte. Aber kann mir vielleicht einer von euch sagen, was das ist? Das ist Fred, der Oktopus. Ah, richtig, ganz richtig. Das ist Fred, der Oktopus. Ach, warum hab ich nicht Oktopus gesagt? Ihr seid so gut in diesem Spiel. Nochmal spielen. Oh, was für ein Glück. Ich versuche es noch einmal. Und diesmal schaffe ich es. Oh. Ja, hallo, Baby Pieps. Könntest du mir vielleicht einen Tipp geben? Ah, ich weiß es. Ich habe es raus. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Nicht mal eine klitzekleine Idee. Was ist es? Weiß es jemand? Pato! Oh ja, das ist Pato, natürlich! Ja. Ihr wollt schon gehen? Können wir nicht noch einmal spielen? Ich habe nicht ein einziges Mal gewonnen. Nicht einmal was erraten, bitte. Ja, großartig, danke. Jetzt weiß ich, wie das Spiel geht. Da bin ich mir ganz sicher. Und diesmal bekomme ich es heraus. Oh, was ist das? Ich weiß es, das kenne ich. Das sind meine Freunde. Baby Pieps, Pato, Pocoyo und Elli. Ja, die Freunde. Freunde. Juhu! Ja! Jetzt aber, muss ich, aber, jetzt aber, bis bald! Pocoyo? Hallo! Na, Pocoyo, was willst du heute machen? Spielen! Spielen? Was für eine fabelhafte Idee! Und mit wem willst du spielen, Pocoyo? Mit Freunden! Mit deinen Freunden, natürlich! Was für eine dumme Frage! Was ist das? Ja, ich höre es auch, Pocoyo. Ich glaube, es kommt von oben.
Kann mir einer von euch sagen, wer das da auf der Wolke ist? Baby Pieps! Das ist Baby Pieps! Genau, das ist Baby Pieps! Anscheinend ist Baby Pieps heute sehr fröhlich. Wie war das, Baby Pieps? Was hast du da gerade gesagt? Du möchtest Pocoyo fragen, ob er mit dir dort oben spielt? Aber Pocoyo kann doch gar nicht fliegen. Ich glaube, Pocoyo, Baby Pieps möchte, dass du vielleicht mal versuchst zu fliegen. Nein! Du musst dich nicht ärgern, Pocoyo. Das sah doch schon ganz gut aus. Das klingt ganz nach Pato. Quillen! Hey, sieh dir das an! Für ein Geräusch? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer solche Geräusche macht? Das ist Lula! Lula! Ja, das ist Lula! 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 Aber jetzt hast du bestimmt jemanden zum Spielen gefunden. Oh je! Das ist ja richtig kompliziert heute. Ja. Oh. Ja. Armer Pocoyo, er kann überhaupt nicht mit seinen Freunden spielen. Da ist ja endlich jemand, mit dem du spielen kannst, kleine Raupe. Ach, Pocoyo. Manchmal können deine Freunde eben Sachen, die du nicht kannst. Aber das Gute an richtigen Freunden ist, dass sie immer einen Weg finden, dich mitmachen zu lassen.
aber komisch. Du scheinst zu schweben, Pocoyo. Wie geht denn das? Ah, ich sehe schon. Bravo, ihr Freunde. Prima, Pocoyo. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Was ist denn das? Es sieht aus wie ein... Oh. Oh, das ist ja merkwürdig. Eins ist sicher, es hat eine leuchtende, kräftige Farbe. Kann vielleicht einer von euch sagen, welche Farbe das ist? Das ist rot. Ganz richtig, das ist rot. Oh, es sieht so aus, als müsstest du es erst einmal einfangen. Aber das kann sehr schwierig werden. Vielleicht will es mit dir spielen, Pocoyo. Na, 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 Pocoyo, so schlimm ist es doch nun auch wieder nicht. Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, Pocoyo. Hat es gerade etwas gesagt? Es hat etwas gesagt. Vielleicht sollte ihm jemand antworten. Ich. Du, Pocoyo. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ha? Jetzt bist du dran, Pato. Das scheint nicht zu funktionieren. Das geht besser. Oh nein, wo ist es hingehopft? Meinst du, es kommt vielleicht zurück, wenn wir alle ganz laut rufen, wo bist du? Also gut, fertig. Wo bist du? Noch einmal. Wo bist du? Können wir das noch besser machen, Pocoyo? Lauter. Noch einmal. Wo bist du? Ja, ja, Pocoyo, das kam von dort. Bobby! Dein neuer Freund ist ja ein richtiger Spaßvogel, Pocoyo. Da kommt ja noch ein Freund.
Und noch einer. Wie viele Formen sind es jetzt? Lasst uns zählen. Eins, zwei, drei. Ah, hallo, Elli. Pocoyo, es sieht so aus, als ob dein neuer Freund dir etwas sagen möchte, richtig? Ah, das Tanzen muss ihn auf eine Idee gebracht haben. Möchte zu gern wissen, was sie vorhaben. Es sieht aus, als ob es eine große Überraschung geben wird. Gut gemacht! Was für eine herrliche Musik! Wunderbar, Pocoyo! Schön, dass dir immer neue Spiele einfallen! Macht's gut, bis bald!